Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Uncharted 4, Kapitel 16. Ist das deine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Wie gesagt, Kapitel 16, die Drake-Punkte. Schauen wir uns mal um. Wir sind wieder in der Vergangenheit. Und sind von unserem Bruder verlogen worden. Und jetzt schauen wir mal, was anscheinend beim letzten Treffen, so wie es aussah, bevor er weggegangen ist, um Arbeit zu finden. Mann, was meinst du, was so ein Haus kostet? Und da liegt ein Schatz. Spielzeugsoldat. Ja, Kapitel 16. Was heißt ja noch? 17? Ach, warte. Ja, mit dem sind es noch 8 Kapitel, die vor uns liegen. Naja gut, dann haben wir doch noch ein Stück vor uns natürlich. Es ist nicht so, dass wir dann ratzfatz vorbei sind. Kommt drauf an, wie lang die Kapitel sind. Kapitel 15 war jetzt nicht ganz so lang. Hier ist nichts, okay. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Siehst du? Was habe ich gesagt? Den Versuch war es wert. Das stimmt wohl, den Versuch war es auf jeden Fall wert. Ein riesiges Anwesen. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Okay, hier ist auch nicht viel mehr. Hier sieht man ein paar Bücher am Fenster stehen. Überdeckt. Ach ja. Je nach. Ich würde ja gerne wissen. Okay, gib mir deine Hand. Ja. Ich würde gerne wissen, was wir hier suchen. Folge mir. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin ein bisschen kleiner als du. Ja. Komm, Nathan. Richtig intelligent. Ich lasse das Fenster offen stehen, wenn ich weggehe. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art, okay? Okay. Wir bleiben ein bisschen aufmerksam und gucken mal, was wir hier finden können. Da liegt was. Ah. Hier drin ist nichts. Okay. Scheint ein Schatzsucher, genau wie wir später werden. Da. Miss Evelyn, mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in den Adventurer's Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben.
Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollte nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil ich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befinde. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder die Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrem Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für ein paar Monate in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen, und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in der Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Ah. Okay. Also ist anscheinend schon aufgebrochen. Und hat anscheinend die Rüstung, also sie ist anscheinend nicht vorbeigekommen oder hat den Brief nicht mehr abgeschickt. Ah, da ist noch was. Aber ich schätze mal, ist nichts zu tun, oder? Nee. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ab nach unten. Okay. Und wie finden wir sie? Was? Haben sie Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ah. Ist die Alien, von der beschrieben wurde, vielleicht unsere Mutter? Ich weiß es echt nicht. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Okay. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir das so gesucht haben. Weiß gar nicht, ob man so anfangen, ob es davon ist. Hey Sam? Geschickt. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Okay. Irgendwie sieht der Schatten ganz schön komisch aus, oder? Da hinten. Weiß nicht, ob es hier weitergeht oder da hinten. Alter, hier steht so viel Zeug rum. Der Schatten ist ein bisschen körnig, oder? Kann das sein? Ja, irgendwie schon. All Stars. Da ist noch ein Brief. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es keinen Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern einen Brüllaffen gesehen haben. Ihre hellorangenen Farben sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern, obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschung abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reise mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu deiner Großmutter. Lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Lieber Eddie. Oh, warte mal, das ist ein Brief. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Hi. An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig.
Ich hätte gerne nochmal das Bild da hinten gesehen. Ah, zu spät dran gedacht. Schade. Komplett zugestellt, die Tür, okay. Dann gehen wir mal weiter. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Ja. Na. Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophage. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Und noch ein Gemälde von irgendeiner komischen Lady. Oh. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Aha, was ist das? Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen die Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Okay, gibt's. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Ganz schön viel auch ägyptisches Zeug hier. Schön zerbranzt das Ding hier. Ich finde es komisch, dass der. Wow. Krasse Rüstung. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das so ganz schön christlich ist im Schatten natürlich. Ja, hier oben ist nichts weiter. Doch, Eichholz. Ich habe Eichholz gefunden. Spielzeug, Wasserflugzeug. Okay, dann gehen wir weiter nach unten, oder? Was ist hier drin? Allerhand Vasen und Gedünse. Was ist das? Zeig mal hier. Pornografisch. Wow. Wow. Also, wow. Ups, habe ich dich reingeschubbt oder was? Was ist das für ein tolles Grund? Ich male einen roten Kreis. Die Dinger sind ganz schön scheiße, ne? Weil die sind ja eigentlich so gebaut, dass du drinnen stehen kannst, sondern wenn du dich bewegst, dann piekst du langsam. Und durch das Zurückzucken vom Pieksen piekst du dich ja wieder in die andere Richtung mehr rein und dann baust und pendelst du dich langsam auf, bis du irgendwo halt irgendwann richtig irgendwo drin hängst. Also es ist eine richtig. Es ist nicht so, dass du instant tot bist da drin. Also es ist schon. So, dass es halt, wenn man es jetzt so sieht, das ist schon so angebracht, dass man halt drinnen stehen kann. Dass sich das leicht reinbiegt und sobald du dich ein bisschen zu sehr bewegst, also das ist halt wieder. Das ist halt auch eine Foltermethode und keine wirkliche ich töte dich sofort Methode. Was ist das? Kanopen. Cool. Kanopen? Sind das. Naja, Ohren werden das ja nicht sein, weil in Ägypten wurden ja die meisten Leute eigentlich mumifiziert. Oder weiß nicht, ob die einfachen Leute vielleicht doch eingeschert wurden. Das kann ich nicht sagen. Ja, die Zeit ist gerade ein bisschen schwer, aber ich habe vielleicht zwei Folgen am Stück jetzt aufgenommen wegen dem Ende der letzten Folge. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen davor. Rote Bäche. Ob da Süßigkeiten drin sind? Ne, ich glaube es nicht. Ich glaube auch da oben, das war eine echte Ming-Vase. Und ist nichts interessant, hier sind nur Klamotten. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube,
Das ist ein antiker mesopotamischer Waschbrocken. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Okay. Dann bist du mal. Hier noch ein paar Bediensteten. Also hier ist unten nichts Besonderes. Aber es ist nur ein Bedienstetentrakt gerade. Aber ich würde sagen. Diese Folge ging lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Uncharted 4. Bis dahin. Thief's End ist ja auch noch dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Jupp, Thief's End. Und dann werden wir dieses Haus wieder erkunden und werden dann hoffentlich auch erfahren, und ich gehe mal stark davon aus, dass wir schon in der nächsten Folge weiter sein, werden wir erfahren, was in der Zukunft, also in der Gegenwart, also wie man es auch nehmen will, passiert. Eigentlich ist es ja doch die Vergangenheit, weil das Spiel ist ja schon draußen. Also es ist ja schon die Vergangenheit. Von dem Moment her, wo wir jetzt gerade sind, ist es die Zukunft. Aber wenn wir dann spielen, ist es ja eigentlich wieder die Gegenwart. Eigentlich ist es dann die Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Wir wissen es nicht. Naja, wir werden es beim nächsten Mal wieder rausfinden. Dann noch tschüss.